Sie sind Eltern und sie wollen das Beste für ihr Kind. Ihnen fehlt manchmal neben Job, Kinder und Haushalt die Zeit, sich durch den Informationsdschungel rund um das Thema Berufswahl zu kämpfen. Mit unserem Podcast für Eltern, von Null auf Ausbildung werden Sie zum Berufswahlcoach für ihr Kind, geben wir Ihnen die wichtigsten Informationen rund um das Thema Berufswahl und gehen in den Dialog mit Experten aus der Region. Wir, das sind Kirsten Deising und Cornelia Bühler, wir sind Beraterinnen bei der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Und wir freuen uns heute auf Herrn Rosbach. Er ist Leiter Human Resources der SAIA Unternehmensgruppe und Herrn Finke, Referent der Geschäftsführung bei der Manske Gruppe. Wir wollen Ihnen heute Unterstützung geben bei der Frage, wie können wir den passenden Ausbildungsbetrieb für unser Kind finden? Herr Rosbach, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Leiter Human Resources bei der SAIA GmbH, einer Unternehmensgruppe, bestehend aus 6 Tochterunternehmen an tatsächlich 16 Standorten mittlerweile. Den Beruf, den Sie aktuell ausüben, war das schon Ihr Berufswunsch in der Grundschule? Frau Deising, Frau Bühler, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, spannende Frage. Aus meiner Sicht würde ich sagen, nein, war es definitiv nicht. Wenn ich zurückblicke in meinem Werdegang, habe ich mittlerweile 3 verschiedene Schulabschlüsse gemacht, eine Ausbildung und ein Studium. Also da würde ich sagen, da ist noch einiges passiert. Wow, das klingt so, Herr Rosbach. Genau, Herr Finke. Schön, dass Sie da sind. Sie haben auch mit Menschen zu tun. Sie sind Referent der Geschäftsführung bei der Manske Gruppe und haben dort eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Aber erzählen Sie doch mal, welche Ausbildung Sie gemacht haben. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich habe bei der Manske Gruppe die Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und habe die auf 2,5 Jahre verkürzt und habe die dann erfolgreich letzten Jahres abgeschlossen. Und war das immer schon Ihr Traumberuf? Ja, vom Grund auf wusste ich, dass ich in den kaufmännischen Bereich möchte. Ich hatte dann noch ein paar Praktika im schulischen Bereich, also in der Realschule. Und mich war aber doch relativ schnell klar, dass ich den wirtschaftlichen Bezug bzw. kaufmännischen Bezug nehmen möchte. Und das heißt, Sie sind dann direkt nach der Klasse 10 abgegangen und haben die Ausbildung gemacht? Oder? Für mich war klar, dass ich nach der Realschule doch zu jung bin, um vielleicht im kaufmännischen Bereich zu arbeiten, weil es da, glaube ich, auch mal so ein bisschen geht, akzeptiert zu werden und auch vielleicht mobil zu sein, also einen Führerschein zu haben. Und dann wollte ich mich doch mit dem Abitur noch weiterbilden. Also ich bin nach der Realschule dann auf die berufsbildende Schule gewechselt und habe dort mein Abitur nachgeholt. Zeit haben Sie sozusagen quasi wieder eingeholt, indem Sie verkürzt haben. Also ja, spannender Weg. Herr Finke hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann, also im kaufmännischen Bereich, absolviert. Herr Rosbach, bei Ihnen gibt es ja auch verschiedene Ausbildungsberufe in der Unternehmensgruppe. Welche Ausbildungsberufe gibt es denn konkret im Unternehmen? Ja, in unserer Unternehmensgruppe, also wir haben ca. 1300 Mitarbeiter und gibt es bis zu 17 Ausbildungsberufe in 6 verschiedenen Tochterunternehmen. Unsere Hauptausbildungsberufe sind der Tiefbaufacharbeiter und der Rohrleitungsbauer. Im kaufmännischen Bereich bieten wir auch den Industriekaufmann an. Wir haben aber auch Berufe, die weniger häufig besetzt werden, zum Beispiel den Vermessungstechniker, den Industrieelektriker oder dem Kanalbauer. Also von daher haben wir ein breites Ausbildungsspektrum bei uns. Sogar das duale Studium bieten wir bei uns in der Gruppe an, also dass man praktisch von der Ausbildung hin über die Karriereleiter das duale Studium in die Führungsposition dann auch reinkommen kann. Oh, das sind ja schon einige. Das klingt schon irgendwie einige Ausbildungsberufe direkt konkret im Unternehmen. Es gibt ja so ungefähr 300 Ausbildungsberufe. Also ja, kann man ja schon mal den Durchblick auch verlieren, auch als Elternteil. Muss man denn die Berufe so im Vorfeld schon konkret benennen können und kennen? Oder ist das auch häufiger so, dass die Eltern eher mit Unkenntnis oder die Bewerber dann sie so ein bisschen auch an die Hand nehmen? Ja, also wir als Unternehmen legen da schon viel Wert drauf, was wir feststellen im Rahmen der Besuche von Berufsorientierungsmessen, dass natürlich auch viele junge Menschen, aber auch Eltern erstmal reingehen in das Thema Berufsorientierung und noch nicht genau wissen, was sie für einen Ausbildungsberuf ergreifen möchten oder was ihr Kind für Interessen hat. Von daher würde ich persönlich sagen, dass es vor allen Dingen darum geht, sich erstmal zu orientieren, auch frühzeitig anzufangen. Und wenn ich auf meinen eigenen Sohn schaue, der jetzt in der 5. Klasse ist, würde ich sagen, da gibt es ja schon den Zukunftstag. Da kann man sicherlich auch ab der 5. Schulklasse schon mit der Berufsorientierung so ganz leicht beginnen. Klingt sehr interessant. Und wenn Sie auch schon das angesprochen haben, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, sich zu orientieren. Ich möchte gerne auf das Thema Ausbildungsberufe noch mal kurz zurückkommen. Herr Finke, wie war das denn bei Ihnen? Also wie haben Sie davon erfahren, dass es Ihren Ausbildungsberuf gibt? Ja, das kam tatsächlich ein bisschen durch den Besuch der BBS 1. Ich habe da halt den wirtschaftlichen Bezug gehabt und für dann die Auswahl, okay, ich möchte studieren gehen oder die Ausbildung, habe mich dann für die Ausbildung entschieden und durch die Unterrichtsfächer
konnte man einen ganz guten Überblick über kaufmännische Themen treffen. Und der Industriekaufmann ist quasi der wirtschaftliche Allrounder. Also man geht in alle Bereiche rein, lernt jede Facette eines Unternehmens und jede Abteilung auch kennen. Und dadurch habe ich dann die Wahl zum Industriekaufmann getroffen. Okay, das heißt also bei Ihnen war das dann über den schulischen Weg und die Orientierung dann vor Ort, dass Sie einfach gesagt haben, die grundsätzliche Orientierung, also im kaufmännischen Bereich, die war zwar schon da, aber da habe ich dann auch erfahren, dass es eben den Beruf gibt und konnte mich auch dementsprechend dann dafür begeistern offensichtlich. Ja, genau. Also es war halt, die Orientierung, die durch die Eltern kam, war so geprägt, aber auf der anderen Seite war ich frei in der Auswahl und ich wusste quasi, dass ich in den wirtschaftlichen Bereich möchte, aber noch nicht genau, in welchen Beruf oder welchen Ausbildungsberuf ich gerne gehen möchte. Das heißt, die Eltern so in der beruflichen Erstorientierung schon eine wesentliche Rolle gespielt mit dem kaufmännischen Bereich und auch der Entscheidung, im kaufmännisch weiter zur Schule zu gehen, also mit diesem Fokus drauf. Ja, Herr Rosbach, Herr Zinkert erzählt, er hat eine Ausbildungsmesse besucht, um Unternehmen anzutreffen und in den ersten Kontakt zu treten. Welche Kanäle nutzen Sie als Unternehmen? Über welche Rekrutierungswege gewinnen Sie Ihre Auszubildenden? Also ich würde gerne nochmal auf den Herrn Finkel kurz zu sprechen kommen, weil was der Herr Finkel sagt, dass zum Beispiel auch die Eltern, das elterliche Umfeld, ganz wichtige Einflussnehmer sind, natürlich auf die Berufswahl, das stellen wir auch fest. Also neben den Lehrern, Eltern oder Berufsberatern auch, sind natürlich, muss ich auch sagen, auch Eltern ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt. Freunde, Freundeskreis oder Familie, Verwandtschaft sind auch starke Influencer, wenn ich das mal so nennen darf, im Bereich der Berufsorientierung. Als Unternehmen ist aus meiner Sicht die Herausforderung, dass Unternehmen in der heutigen Zeit auf vielen Kanälen unterwegs sein müssen, um junge Menschen anzusprechen. Die junge Generation hält sich unserer Meinung nach natürlich auch viel online auf, aber das ist auch nach den letzten Monaten, die wir in der Zeit von Corona erlebt haben, nicht der einzige Kanal, über den man junge Menschen ansprechen sollte, sondern wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es genauso wichtig ist, im Printbereich vertreten zu sein, dass es wichtig ist, auch auf Berufsorientierungsmessen präsent vor Ort tätig zu sein als Unternehmen. Wir haben viele verschiedene soziale Kanäle, die wir bedienen. Das muss man insgesamt mal sagen. Da gibt es Facebook, da gibt es YouTube, da gibt es Instagram. Aber ich glaube, dass es für die Unternehmen relativ schwierig ist, überall in gleichem Maße tätig zu werden. Von daher ist es da wichtig, dass man auch mit den Eltern, mit den jungen Menschen in Kontakt ist und schaut, wo ist denn der größte Nutzen in der Berufsorientierung. Und ich zum Beispiel lege sehr viel Wert auch auf den Kontakt, den persönlichen Kontakt zu den jungen Menschen und auch zu deren Eltern. Stichwort persönlicher Kontakt. Wir hatten ja einmal ganz kurz überlegt oder gehört, dass es auch die Berufsbildungsmessen gibt. Herr Finke, wenn ich das richtig im Kopf hatte, hatten Sie einmal erzählt, dass Sie auch bei einer Berufsbildungsmesse waren, also vor Corona natürlich. War das für Sie auch nochmal ein wichtiger Moment oder war das eine Veranstaltung unter vielen? Nein, das war tatsächlich, glaube ich, die größte Ausbildungsmesse in Lüneburg, wo ich war und mir nochmal die Unternehmen angeschaut habe. Ich habe mir tatsächlich im Vorhinein schon mal angeschaut, welche Unternehmen denn meinen Ausbildungsberuf anbieten. Und für mich war aber der erste Eindruck auch wichtig. Also ich glaube, als Unternehmen, wie Herr Rosbach auch gerade schon mal formuliert hatte, zu zeigen, dass man da ist und auch diesen Ausbildungsberuf anbietet und dann als Bewerber zu sagen, ja, ich habe hier eine Auswahl. Vielleicht kann ich auch an diesem Tag mir 5 unterschiedliche Unternehmen suchen und einfach mal die direkt anschauen und ja, vergleichen im ersten Moment, wie präsentieren sich die Unternehmen, wer steht da eigentlich vor uns. Also wir als Unternehmen machen es auch oft, die Auszubildenden direkt auf den Messen ja, zu platzieren, um ein Face-to-Face von Auszubildenden zu potenziellen Auszubildenden zu haben und dann vielleicht nochmal einen Ansprechpartner, den Ausbildungsleiter auch vor Ort zu haben. So kann der potenzielle Bewerber auch vorher schon mal selektieren, wer ihm sympathisch war. Das heißt, der wiederkehrende Moment ist für den Bewerber relevant, auf unterschiedlichen Kanälen vielleicht auch immer wieder auch Unternehmen zu treffen, sie unterschiedlich anzutreffen und das dann einfach auch für sich präsenter zu haben. Nochmal an Sie die Frage, Herr Rosbach, halten Sie nach, wie Sie auf die Bewerber aufmerksam wurden? Also Sie haben ja auch gesagt, dass Sie sich versuchen, sehr breit aufzustellen als Unternehmen. Kann man aber sagen, dass Sie so die Top-2 Rekrutierungswege, wo Sie am meisten rekrutieren, kann man das rausfiltern? Auch das ist für uns ganz wichtig, damit wir auch gucken, es kostet ja alles auch eine Menge Geld, also was lohnt sich auch? Und dann am Ende ist ja auch das Ergebnis wichtig, dass wir in den Kontakt kommen mit den Auszubildenden und wir möchten natürlich gerne unsere Ausbildungsplätze auch besetzen.
Aus unserer Sicht ist vor allen Dingen der Bereich Mitarbeiter werben Mitarbeiter ein sehr erfolgreicher Kanal. Das macht uns auch zurzeit ganz gute Laune, will ich das mal so nennen. Also, dass es uns gelingt, über die eigene Mitarbeiterschaft, also neuen Nachwuchs zu generieren, weil das ist ja auch ein Vertrauensbeweis aus der eigenen Mitarbeiterschaft, dass man im Umfeld gut über das Unternehmen spricht und es auch weiterempfiehlt. Ein zweiter wichtiger Kanal, den ich aber auch sehe, ist grundsätzlich die Unternehmenshomepage. Also das sind so Top-Kanäle und alle weiteren Bewerbungen kommen sicherlich über verschiedene Kanäle, sei es online, sei es Print, sei es Messen. Also das ist am Ende dann ein bunter Blumentopf, über den auch Bewerber zu uns finden. Deckt sich ja so ein bisschen auch mit vielen Umfragen. Also dass tatsächlich auch aus dem privaten Bereich die Eltern ganz vorneweg, aber auch Verwandte sehr ausschlaggebend sind, eben durch eigene Erfahrungen auch im beruflichen Bereich als Multiplikatoren zu werben für den Nachwuchs. Genau, wir hatten ja jetzt gehört, dass es tatsächlich auch dieser Mix ist aus verschiedenen Kanälen, aber durchaus auch dann punktuell wieder solche gibt, die besonders gut funktionieren. Das freut uns ja für Sie, Herr Rosbach, dass es offensichtlich ein Weg ist, der gut funktioniert, wenn der jetzt nicht so zur Verfügung steht. Also wenn ich jetzt mal so in die Elternrolle schlüpfe und ich habe jetzt vielleicht niemand, wo ich weiß, da wird noch Nachwuchs gesucht oder da gibt es auch vielleicht Vakanzen. Was wäre denn noch ein Weg? Also vielleicht, Herr Finke, die Frage gerne nochmal an Sie gerichtet. Erzählen Sie mal, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Sie hatten von der Berufsbildungsmesse, wir hatten es einmal kurz angesprochen, schon ein bisschen was erzählt. Einfach hingehen, Mappe abgeben, fertig? Oder wie war das dann bei Ihnen? Ja, also ich glaube, es kommt sehr darauf an, welche Unternehmen interessant sind, wie die sich auch präsentieren. Also es geht so ein bisschen gerade in der heutigen Zeit darum, sich intuitiv aufzustellen. Die Unternehmens-Homepage war auch klar, so wie Herr Rosbach gerade schon meinte, ist der erste Eindruck, außer man besucht zuerst die Ausbildungsmesse. Aber ich glaube, dass sich jeder vorher schon mal informieren sollte, was macht das Unternehmen da überhaupt, damit man ein bisschen gestärkt in vielleicht auch ein Gespräch mit den Vertretern vor Ort gehen kann. Für mich sind aber auch Kanäle wie Social Media gerade sehr akut, weil wir auch darüber gerade bei uns ja den ersten Eindruck bei den Auszubildenden haben. Und ich glaube, das mit der Ausbildungsmappe, was Sie gerade formuliert hatten, das machen die wenigsten auf der Ausbildungsbörse, dort sich direkt mit einer Mappe vorzustellen, sondern man horcht erstmal, man klopft ein bisschen an, okay, wird überhaupt noch mein Ausbildungsberuf, den ich potenziell avisiere, ist der überhaupt noch zur Verfügung? Das heißt, Sie wussten dann, da gibt es die Manske-Gruppe und da gibt es den Industriekaufmann und da bewerbe ich mich jetzt und frage ich mal an und dann wird es was. Ja, also bei mir war der Weg, glaube ich, tatsächlich ein bisschen, vielleicht nicht holprig, aber er war auf jeden Fall nicht zuerst auf die Manske-Gruppe fokussiert, sondern ich bin mit Bewerbungsmappen auf die Ausbildungsbörse gegangen, hatte mich also auf unterschiedliche Unternehmen vorbereitet, nur nicht auf die Manske-Gruppe, warum auch immer. Das hatte ich tatsächlich in dem Moment nicht und bin dann, ich weiß noch, in dem Jahr war das so, dass direkt vorne am Eingang dieser Stand war und ich bin halt straight dran vorbeigelaufen, warum auch immer. Und erst auf dem Rückweg habe ich dann gedacht, ach, warum nicht eigentlich bei Manske, wenn die das anbieten? Hab dann aber da tatsächlich nur den Stand gesehen und habe dann gedacht, ja, dann gebe ich halt nochmal einen Tag später eventuell, wenn noch Bedarf besteht, eine Bewerbungsmappe ab. Ah ja, okay. Das heißt, Sie sind einfach am Tag danach nochmal hingegangen oder haben es digital hingeschickt und dann war die Sache klar. Ja, nicht ganz. Also ich habe vorher einmal angerufen, um zu horchen, vielleicht auch schon mal mit dem Ausbilder sprechen zu können und bin dann mit der Bewerbungsmappe vor Ort gewesen, habe sie am Empfang abgegeben. Okay. Wir haben jetzt von Herrn Finke gehört, dass er sozusagen auf der Ausbildungsmesse seinen Ausbildungsbetrieb den ersten Kontakt und dann im Nachgang nochmal ganz aktiv auf den Betrieb zugegangen ist. Gehen wir mal davon aus, die Bewerber haben den Weg zu Ihnen gefunden, Herr Rosbach. Auf welchem Wege, über welchen Kanal auch immer Sie den ersten Kontakt auf Sie aufmerksam geworden sind. Auf was achten Sie jetzt, wenn der Bewerber im Hinblick auf das Bewerbungsanschreiben und dann im zweiten Schritt auf das Vorstellungsgespräch? Was ist Ihnen besonders wichtig im Bewerbungsprozess? Also bei uns in der Unternehmensgruppe ist also erstmal der persönliche Kontakt sehr entscheidend. Also die Bewerbungsunterlagen, die sichten wir natürlich auch, wie es viele Unternehmen sicherlich machen. Wir schauen natürlich auch auf gewisse Schulnoten. Sozialverhalten, Fehltage spielen für uns auch eine Rolle, weil das Gesamtbild wichtig ist. Tugenden wie Zuverlässigkeit, auch eine Motivation, Interesse auch an der Tätigkeit, die aus dem einen oder anderen Anschreiben auch dann rauszulesen ist, ist für uns auch wichtig. Vordergrund ist aber das persönliche Gespräch und der Eindruck. Wir suchen für viele Ausbildungsberufe Schüler mit dem, sagen wir, mit dem Besuch der Oberschule, erweiterte Oberschule, mit den entsprechenden Abschlüssen. Die Noten sind auch durchaus gemischt, kann man sagen. Insgesamt auch mal durchwachsen, auch mal nicht so gut. Aber deswegen ist es für uns auch wichtig, den Menschen persönlich kennenzulernen, um über die Noten hinaus uns einfach auch einen persönlichen Eindruck zu machen. Und der Herr Finger hatte das ja auch beschrieben, dass
ja, auch die Motivation wichtig ist, wie sehr ist jemand interessiert, an diesem Ausbildungsberuf tätig zu werden, in der Firma, in sich zu interessieren für die Firma. Und das kann auch die eine oder andere schlechte Note dann ausgleichen. Herr Finke, wir haben jetzt von Herrn Rosbach gehört, wie geschätzt die Sekundärtugenden ja auch bei Bewerbern sind. Also Motivation, auch der Wille anzufangen, auch das Interesse an der Tätigkeit als solches. Also dass es eben nicht nur die Schulnote sind, die ausschlaggebend sind. Mit Sicherheit natürlich auch, so haben Sie es ja auch gesagt, Herr Rosbach. Würden Sie das so unterschreiben, Herr Finke? Oder was glauben Sie, was bei Ihnen dazu geführt hat, dass Sie dann schlussendlich den Ausbildungsplatz bekommen haben? Ja, ich kann nur sagen, Gott sei Dank kann ich Herrn Rosbach zustimmen und die Noten spielen vielleicht nicht ganz so eine Rolle. Das war tatsächlich bei mir auch so. Also ich glaube, mit Schulnoten hätte ich im Endeffekt nicht überzeugt. Also ich wäre jetzt nicht der Einser-Kandidat gewesen, der dadurch herausgestochen hätte, sondern ich habe das dann einfach, ja, wie schon erwähnt, versucht mit Motivation irgendwie zu kontern und zu zeigen, dass ich auch gerade speziell auf meinen Betrieb oder auf den von mir gewählten Betrieb, in dem Fall dann Manske, dass ich da Bock habe zu arbeiten und da eine Ausbildung zu machen. Und ja, mein Weg war ein bisschen holpriger bei Manske. Also auch wenn man dann sagt, ich bin erst an denen vorbeigelaufen, sind die dann quasi erst an mir vorbeigelaufen, denn ich hatte bei der Manske-Gruppe 2 Vorstellungsgespräche. Ich hatte erst mein erstes hier bei der Manske-Gruppe und dort habe ich dann ja nach ein paar Tagen dann nochmal nachgefragt gehabt, wie denn so der Stand ist und habe dann ja eine Absage bekommen. Und die Absage war aber damit gekoppelt, dass sie mir ein Vorstellungsgespräch bei der Happy-Gruppe, die zu 50% zu uns gehört, angeboten haben. Und auch dort habe ich dann nach ein paar Tagen, beziehungsweise ich glaube 1-2 Wochen, habe ich dann wieder eine Absage bekommen. Und dann war für mich so die Qual der Wahl. Also was machst du jetzt? Ich hatte ja mir meinen Betrieb eigentlich ausgesucht und hatte auch das Gefühl, dass sowohl das erste als auch das zweite Vorstellungsgespräch gut gelaufen sind. Die Absagen wurden aber einfach damit begründet, dass sie keinen Ausbildungsplatz mehr haben. Und ja, ich stand ein bisschen, glaube ich, mit der Rücken zur Wand, weil ich mich sehr auf Manske eingeschossen hatte. Also ich hatte noch andere Vorstellungsgespräche, aber es war schon mein First Place, wo ich hin wollte. Und habe dann nach dem ersten Verzweifeln abends noch mal eine E-Mail an den Ausbilder geschrieben und habe gesagt, falls doch noch wer abspringt, stehe ich weiter zur Verfügung. Und am nächsten Tag hatte ich dann auf dem Anrufbeantworter, den ich sonst nie nutze, hatte ich dann eine Nachricht von Herrn Opalka, der mir dann einen zusätzlichen Ausbildungsplatz angeboten hat. Das klingt wirklich wie eine gute Geschichte. Also schön, dass Ihnen das tatsächlich so widerfahren ist und dass Sie es so erlebt haben. Das zeigt ja auch, dass Dranbleiben eine gute Strategie ist. Aber sagen Sie, woher wussten Sie denn, dass Sie bei dem Unternehmen richtig sind? Also was hat Ihnen bei dem Unternehmen besonders gut gefallen? Oder haben Sie auch schon langfristig geplant oder langfristig gedacht? Ja, also wie vorhin schon erzählt, hatte ich ja die Überlegung, ob ich nicht doch studieren gehe. Und auch das war nach der Ausbildung für mich eine Überlegung wert, ob das Unternehmen, wo ich mich bewerbe, die Möglichkeit anbietet, dass ich mich weiterbilde, auch nach der Ausbildung. War für mich aber auch ein Schritt zu sagen, okay, das Unternehmen plant langfristig mit den Auszubildenden, wie auch immer. Also man weiß natürlich nicht, wie es sich dann verhält. Nach 3 Jahren, ob der Auszubildende noch im Unternehmen bleiben will oder ob das Unternehmen den Auszubildenden behalten will. Aber für mich war ja einmal die Weiterbildungsmöglichkeit auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, aber vor allem erstmal das Vorstellungsgespräch. Und da war für mich auch wichtig der lockere Umgang, sage ich mal. Also ich wollte halt ein gutes Unternehmensklima haben, eine lockere Atmosphäre bei dem Gespräch. Und ja, ich glaube, da sollte das Menschliche einfach im Mittelpunkt stehen. Und es war dann auch so, dass ich dann halt ich hatte dann ja irgendwann doch die Ausbildung, habe ich dann auch die Bewerbungsgespräche von den potenziellen neuen Auszubildenden begleitet. Und da haben wir das auch wieder sehr im Mittelpunkt gerückt oder das ist generell bei uns der Mittelpunkt, zu sagen, wer sitzt uns da überhaupt gegenüber? Ja, wie motiviert ist der potenzielle Bewerber und hat er Lust, bei uns zu arbeiten? Also ich glaube, das ist der Wichtigste, sowohl für das Unternehmen als auch für den potenziellen Auszubildenden, zu sagen, fühle ich mich da gerade wohl, wo ich da bin? Ja, also dieser persönliche Wille, ich glaube, das kann man nur immer wieder unterstreichen. Das ist auch eine richtig klasse Geschichte, einfach dahingehend auch nochmal das Signal, glaube ich, vielleicht an die Eltern zu senden, dass tatsächlich, obwohl es gar keinen Ausbildungsplatz ja eigentlich mehr gab für sie, die waren ja alle schon besetzt, tatsächlich ein Ausbildungsplatz für sie geschaffen wurde, weil sie so engagiert aufgetreten sind. Und ja, das ist interessant auch als Rekrutierungsstrategie und leitet uns ein bisschen zu der nächsten Frage an Herrn Rosbach über. Hat sich Ihre Rekrutierungsstrategie, um angehende Auszubildende in Corona-Zeiten verändert? Ja, wir haben unsere Strategie angepasst, weil natürlich viele Präsenzveranstaltungen ausgefallen sind. Haben wir gedacht, Mensch, jetzt müssen wir auch mehr online präsent sein. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht unbedingt so gut funktioniert hat, diese Online-Veranstaltung für uns. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass viel über persönliche Kontakte zustande kommt, sei es über Eltern, sei es über direkte Kontakte zu Ausbildungsinteressierten,
zu Schülern. Wir sind natürlich im Bereich Social Media mehr tätig geworden insgesamt, haben uns auch ausprobiert, haben einige Formate getestet, auch mit verschiedenen Veranstaltern im Rahmen der digitalen Berufsorientierung. Für uns war es zu Beginn auch viel mehr Arbeit, muss man sagen, weil das natürlich ein neuer Bereich war. Da waren wir noch nicht so erfahren, so routiniert, hatten die Expertise noch nicht und da haben wir uns weiterentwickelt und werden sicherlich in Zukunft auch noch mehr online anbieten. Aber ganz klare Erfahrung meinerseits, dass das Präsenz kennenlernen, das Miteinander von Face-to-Face, voreinander stehen, das aus meiner Sicht nicht ersetzen kann. Vielleicht haben wir ja auch das ein oder andere Elternteil, was sich ja auch berechtigterweise überlegt, ist das überhaupt sicher? Also bilden Unternehmen, die jetzt aktuell noch ausstecken, die alle in der Krise, ist ein Ausbildungsplatz, der jetzt bei Ihnen auch vielleicht vorausschauend zum 1.8. begonnen wird, ist der sicher? Was würden Sie da zurücksignalisieren? Ja, das ist eine wichtige Frage aus Elternsicht, auf jeden Fall. Natürlich wollen alle Eltern, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, sicher dort ihre Ausbildung absolvieren können und auch erfolgreich. Also bei uns kann man jetzt sagen, wir hatten 2020 das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Also in dieser Zeit, glaube ich, spricht das für sich und für die Branche, wie es allgemein in der Baubranche aber ganz gut bestellt ist. Wenn ich auf die Eltern gucke, also für mich sind Eltern da an der Stelle einfach ganz wichtig, ihrem Kind die Tür aufzumachen, auch Mut zuzusprechen, zu sagen, dass es darum geht, auch Dinge auszuprobieren, zu testen. Und es muss nicht immer der gerade Werdegang sein, es muss nicht immer der schnurgerade Weg sein, sondern auch mal nach links und auch mal nach rechts zu schauen und vor allen Dingen auch die Zeit zu nutzen, bevor es in den Beruf geht, weil das wirkt oft noch so weit entfernt. Aber auch von der 5. Klasse bis zum Ende der Schulzeit ist die Zeit dann doch manchmal schneller um, als man denkt. Und da gibt es doch viele Möglichkeiten, auch berufliche Berührungspunkte zu schaffen. Und wo ich die Eltern gerne zu ermutigen möchte, ist, mit den Firmen mehr in Kontakt zu treten, keine Berührungspunkte auszulassen und einfach auch ermutigt zu sein, miteinander zu sprechen und Kontakt aufzunehmen zu den Personalern, zu den Büros, auch mal persönlich vorbeizukommen, um am Ende miteinander auch die Gelegenheit zu haben, sich auch auszutauschen. Weil auch eine Absage ist eine wichtige Rückmeldung, da kann man auch was draus lernen. Das ist ja tatsächlich jetzt schon ein richtiger Tipp auch an die Eltern, also im Sinne von dranbleiben und auch im Sinne von ausprobieren, auch im Sinne von es lohnt sich einzusteigen und zu gucken und keine Berührungsängste zu haben, die Türen zu öffnen, vielleicht auch mal proaktiv auf ein Unternehmen zuzugehen. Herr Finke, haben Sie auch noch einen Tipp für die Eltern oder auch für die potenziellen Auszubildenden, falls jemand uns zuhört, auch in der Altersgruppe schon? Was würden Sie mit Ihrer bisherigen Erfahrung anderen potenziellen Azubis empfehlen? Ja, ich glaube, wenn man sich auf die Auszubildenden, potenziellen Auszubildenden fokussiert, dann kann man nur sagen, habt Spaß und Motivation. Und was man auch festhalten kann, die Auszubildenden sind inzwischen das rare Gut. Also die Unternehmen wollen die Auszubildenden. Und dadurch freut sich, glaube ich, jedes Unternehmen, wenn der potenzielle Auszubildende Motivation zeigt. Natürlich sollte man auch eine solide Einstiegskarte, glaube ich, haben. Also es ist die Bewerbungsmappe, die vielleicht, wenn man nicht in den persönlichen Kontakt kommt, wie jetzt zum Beispiel durch Corona, weil die Ausbildungsmesse nicht stattfindet, dass die Bewerbungsmappe formell ordentlich ist. Ja, dass man sich vielleicht auch durch ein besonderes Merkmal abhebt. Also warum nicht mal eine Bewerbungsmappe ein bisschen aufhübschen oder auf der einen Seite sich selber von der Masse abheben und ja, sich einfach trauen, loszulegen, mal ins kalte Wasser zu springen, die Unternehmen kennenzulernen, weil ich glaube, jede Entscheidung, die man trifft, gerade in dem Alter, ist halt nicht final. Also man kann auch mal durch ein Praktikum lernen, okay, das ist jetzt der richtige Weg oder es ist halt nicht der richtige Weg. Und dadurch ist es dann für einen selber einfacher zu gehen, zu sagen, der kaufmännische Bereich ist es oder vielleicht will ich doch irgendwie kreativ sein. Aber man hat es probiert und man hat dadurch wieder ein Stück gelernt. Ja, ich glaube, wo Sie sich beide abschließend einig sind, ist so das Stichwort loslegen, einfach mal zu machen, dran zu bleiben und auch den Mut zu haben, vielleicht auch nochmal abzubiegen auf einem Weg, der erst einmal der Berufseinstieg im größeren Sinne ist. Ja, und auch nochmal, Herr Finke, Sie haben es selber erlebt, Sie sind diesen Weg gegangen, Sie haben auch diesen persönlichen Willen gezeigt, Sie haben gezeigt, was man mit persönlichem Engagement erreichen kann. Und ich glaube, damit haben Sie auch Herrn Rossbach so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen, denn das ist so der Bewerber, der aktiv irgendwie auf das Unternehmen zugeht, mit Rückendeckung des Unternehmens, dieses Stichpunkt auch nochmal lebenslanges Lernen, wie man sich gemeinsam mit Rückendeckung eines Unternehmens weiterentwickeln kann. Und ja, Herr Rossbach hat es nochmal betont, Karriere ist überall möglich, die Grenzen sind oft nur im eigenen Kopf.
Genau, und was ich auch rausgehört habe, ist, dass die Eltern tatsächlich auch eine große Rolle bei der Berufswahl spielen können, sei es, dass einfach der kaufmännische Bereich jetzt schon mal so ein bisschen gesetzt war oder auch in Abgrenzung zu dem, zum eigenen Elternhaus, dass es aber doch eine große Vorbildfunktion hat. Und das ist doch auch ermutigend für Sie, liebe Eltern. Unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, Praktika zu machen, auch einen Ferienjob mal oder eine Berufsmesse, haben wir gesehen, führt auch zum Erfolg, den Zukunftstag zu nutzen, all die vielfältigen Möglichkeiten, die es gibt. Und gehen Sie auch Unternehmen zu, was meine Kollegin ja auch schon sagte, vielleicht auch, wenn es gar keine Stelle gibt. Also auch das haben wir heute gehört. Ich fand es eine ganz schöne Geschichte, dass Stellen durchaus auch geschaffen werden können, wenn der Bewerber dann einfach als geeignet angesehen wird. Vielen Dank, Herr Rosbach. Vielen Dank, Herr Finke. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wir sagen Tschüss für heute. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Podcast wieder. Und Kirsten, noch mal ganz kurz einen Ausblick. Wie geht's denn weiter? Ja, wie geht's weiter? Auch ich sage auf Wiederhören zu unserer dritten Podcast-Folge, der inhaltlich an unsere heutige Folge anknüpft mit dem Thema Faktoren für den erfolgreichen Berufseinstieg, ein Look auf die Sekundärtugenden. Vielen Dank an Sie beide. Hat Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.